Liebe Finter, liebe Herren, liebe Freunde, dieses Bild habe ich 2020 in Gedenken an die tunesische Menschenrechtsaktivistin Lina Ben Meni gemalt. Sie ist am 27. Januar 2020, am 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, an einem Schlaganfall infolge ihrer Autoimmunerkrankung Lupus gestorben. Und sie hatte einen politischen Blog, A Tunisian Girl, deswegen habe ich unten links eine Gehirnzelle mit der tunesischen Flagge gemalt. Und die Gehirnzelle hat ihre Arme im 90-Grad-Winkel ausgestreckt. Das symbolisiert einen Venusspiegel. Ja, das ist ja auch oben ein Kreis und unten ein Kreuz. Und weil es eine Tunisian Girl heißt, eine tunesische Flagge. Und die Tür und die Gehirnzelle mit den bunten Tupfen, da gab es auch zur Revolution in Tunesien 2010, 2011 eine Sängerin, die hat das Lied Mein Wort ist frei gesungen und da heißt: Sie schlagen die Tür im Angesicht von Ideen zu. Und die Blogger und Internetaktivistinnen und Aktivisten haben da Fehlermeldungen, weil da wurden ja auch Homepages blockiert und so weiter während der Revolution von der von Cybercops, also die waren im Repressionsapparat im Innenministerium und die haben neben der Fehlermeldung Amann 404 mit der Zensurschere den Namen gegeben. Und das ist eben die blaue Gehirnzelle mit der Schere. Und jetzt ist ja auch die Afrikanische Union bei den G20-Staaten aufgenommen worden. Und die haben auch eine Hymne, die heißt Lasst uns alle zusammenkommen und gemeinsam feiern. Und da heißt, lasst uns alle den Kampf für langanhaltenden Frieden und Gerechtigkeit auf Erden hingeben. Und deswegen die Krieger mit den Paragraphen für Rechtsstaatlichkeit auf den Schilden. Und oben links die blaue Taube, die ausschaut wie eine Hand. Das ist das offizielle Menschenrechtslogo der Vereinten Nationen. Und die verteidigen eben die Menschenrechte gegen die Zensur. Und während der Revolution haben die Leute auch die tunesische Nationalhymne gesungen, die da heißt, wenn das Volk eines Tages zu leben beschließt, muss die Finsternis weichen, deswegen oben rechts, schwarzes Dreieck, muss das Schicksal sich beugen, müssen die Ketten aufbrechen. Und da sie ja Demokratieaktivistin war, habe ich auch Akropolis gemalt, weil Demokratie und die Akropolis beides aus dem antiken Griechenland kommen. Und jetzt zeige ich die, die Lieder Mein Wort ist frei von Emil Madloti.
Ja, 2013 wurde eine neue Verfassung in Tunesien geschrieben. Ich glaube, da war der tunesische Gewerkschaftsbund, Arbeitnehmerverbände oder Wirtschaftskammer
Tunesische Menschenrechtsliga und ich glaube Anwaltskammer haben sich zusammengeschlossen zum tunesischen Quartett und die haben immer neue Verfassung erarbeitet und deswegen haben sie 2015 einen Friedensnobelpreis erhalten und das ist eben, da wurde eben Emil Matlouti auch wieder mit dem Lied beim Konzert bei der Verleihung hat sie eben gesungen. Das spiele ich jetzt auch vor. Steht da, du
Ja, was mich auch sehr freut, also Linus Papa Sadok hat im Oktober 2021 zugestimmt, dass ich die ganzen Posts von Linus politischen Blog abspeichere, übersetze und der breiten Öffentlichkeit zugänglich mache. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen.